Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Plants vs. Zombies Garden Warfare 2. Ja, wir werden wieder heute etwas Multiplayer spielen und zwar gemischter Modus. Dann warten wir mal wieder. Wie ihr seht, ich habe ein paar Charaktere mehr. Der ist schon bekannt aus dem letzten Plants vs. Zombies. Weil man kann ja die Charaktere übertragen. Und deshalb, ja, habe ich jetzt wieder die meisten Charaktere aus dem alten Plants vs. Zombies auch hier. Ich hasse es zum Wiederbelebt werden. Es nervt. Nein, ihr wiederbelebt mich nicht. So. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die Grafik so findet auf YouTube. Ob die brauchbar ist oder ob ich die noch irgendwie pushen kann. Schieß mich, oh cool. Thank you.
Hallo. Wieder eine Ziege. Ich glaube, die Rose kann Zombies als Ziege verzaubern. Verzaubern. Lol. Was für ein Vieh war das? Da hinten. Nein. So wie der sich aufregt, haben wir gewonnen. Ja, haben wir. Mangometer. Paar Credits? Schadet nie. Dann gehen wir mal wieder zurück zum Hof und laden noch mal eine Runde.
Chunk Zand. Lol. Bitte pflanzen. Und wir werden sehen. Shit. Weil bei Zombie, wie man sieht, habe ich nicht allzu viel. Soll ich mein Glück mal versuchen? Versuchen wir es halt mal. Dieses Ding braucht schon etwas lange zum Nachladen. Aber ansonsten ganz lustig. So, schauen wir mal nochmal unseren zeitlich limitierten Tennis-Wurf-Charakter an. Wie gut, dass der austeilen kann.
wechseln wir aber nochmal den Charakter und wir nehmen wieder den. Der macht nämlich irgendwie Spaß. Das Ding braucht einfach zu lang zum Nachladen. Wechseln wir mal nochmal so.
Was richtig manchmal nerven kann, ist, wenn man nur noch 2 HP hat. LOL. Seit wann? Oh, 3 HP. Genau, sowas meine ich. Seit wann ist dieses Ding so OP? Ich hol damit nämlich nie was. LOL. Den habe ich noch gar nicht gespielt. Mal gucken, was der kann. LOL, kann man da noch schlagen? Dem nächsten gebe ich einen Austritt mit. Das heißt, wir haben gewonnen. So, dann würde ich sagen, war's das mit der Folge von Plants vs. Zombies Garden Warfare. Wenn es euch gefallen hätte, dann lasst doch ein Abo und ein Like da. Und ja, dann sage ich Tschüss, bis zur nächsten Folge.